Das sieht so cursed aus. Ich bin aus Graz, ja. Slowenisch ist nicht präsent in Dings. In Graz. Gibt's das auch auf Deutsch schon, das Spiel? Ja, geil. Kann man das mit Controller spielen? Macht das das Sinn, das mit Controller zu spielen? Ich würd's... Oh, Chat sagt ja. Geil. Ich würde gerne noch die Twitch-Integration finden, aber ich weiß nicht, wo ich die finde. Das kannst du doch aus dem Game raus triggern. Im Hauptmenü direkt. Eventuell musst du erstmal das Tutorial spielen. Im laufenden Spiel, alles klar. So, dann ist die Frage, wollen wir links oder rechts sitzen? Ja, oben rechts geht nicht. Das ist cursed oben rechts, das geht gar nicht. Mittig? Wie mittig? Oben und dann von der Decke hängend. Okay. Wegbereiter großer Macht und verheißender Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. Oh mein Gott, es sieht so traurig aus. Aber ich glaube, hier passt eigentlich nicht ganz gut, oder? Oh, ich trage so... Ich bin gefesselt. Oh! Hä? Warum tun die mir weh? Okay. Digga, was ist das? Ich will mich nicht opfern lassen. Vor uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein.
Der Glauben wird erhalten bleiben. Und wie es geweint hat. Oh, es hat mega geweint. Das ist ultra cursed. Oh, Digga. Komm näher, fürchte dich nicht. Denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendungen für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist, einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Das wäre auch eine gute Brutmutter, not gonna lie. Ja oder ja? Alter, ich bin jetzt richtig krass. Was für eine geile Mucke auch einfach. Fürchte dich nicht, ich bin Rathau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du. Aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Man kann halt alles kaputt machen. Alles. Das ist ultra satisfying. Okay, wir haben eine Währung, wir haben einen Spieler, wir haben einen Kult. Was ist das überhaupt für ein Genre? Ich habe mir gar nicht angeschaut, was das für ein Genre ist. Ich hatte das auf die Wishlist gepackt, weil Maxim gesagt hat, er freut sich mega auf das Spiel und es wird bestimmt mega cool. Ups. Stardew Valley in Satanisten-Version. Dungeon Crawler mit Basisbau. Hack und wie heißt das noch? Hack and Slay.
Roguelite und ein bisschen simple Wirtschaftsaufbauism. Aufbauism klingt großartig. Oh mein Gott. Aber sind wir wirklich satanistisch? Also wir beten ja keinen Satan an, oder? Oder beten wir einen Satan an? Habe ich jetzt alles mitgenommen auf meinem Weg? Gibt es die Möglichkeit, falsch zu laufen? Wir sind der Satan. Nicht jedes Schaf ist ein Satan. Du tötest gerade Unschuldige. Ich meine, es sieht satanistisch aus. Hättest du nicht eigentlich ein schwarzes Schaf sein müssen? Wieso? Ich bin süß. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als deinen neuen Kult beizutreten. O ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Ich. Ich hab einen kleinen Esel gerettet. Ich muss erstmal noch ganz kurz Gras schneiden. Ich bin gleich bei dir, Freundchen. Aber ich muss erst alles kaputt hauen, was man kaputt hauen kann. Weil ich ein kleines Aggressionsproblem habe. Aber es ist nicht schlimm. Ich hab's auch im Griff. So. Jetzt haben wir's. Hallo, Bloody Beer. Anhänger wartet auf Indoktrination. Warte, was? Wir sind in Sicherheit, das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierungen am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Alle Ungläubigen geläutet, Ketzer besiegt. Wähle den Schwierigkeitsgrad aus. Keine Sorge, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Für Spieler mit einem Todeswunsch, da sehe ich mich. Das sieht aus wie Don't Starve Together. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Ey, das klingt so falsch. Das klingt alles so falsch. In die warme Umarmung deines Kults. Leute, schreibt euch das auf. Wir müssen uns das merken, wenn wir den Eumel-Kult gründen. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befiehl diesem, da Holz oder Stein für dich zu sammeln.
Ach, der Arme. Schläft der? Ich glaube, er schläft. Können wir ihn einfach in Ruhe lassen? Kann ich ihn einfach freilassen? Ich will ihn einfach freilassen. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deiner Lehre treu folgen. Und dieses Schaf, das da mittanzt, es ist so süß. Ah, ich kann dem auch Namen geben. Ich kann dem auch Namen geben. Okay, warum lässt er mich... Ah, jetzt. Ach, ich kann den auch in die Form verwandeln, die... Das ist ja süß. Kalle wäre auf jeden Fall eine Katze. Ja, in Twitch-Integration mache ich gleich rein. Verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Die Heilung verläuft um 5% langsamer, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Wir haben jetzt Kalli. Das ist total süß. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Oh mein Gott, ich werde nie wieder ein anderes Spiel spielen. Das ist ja ultra süß. Ach so, Menü. Ja, Menü. Ihr wollt Twitch-Integration. Ich muss dafür, glaube ich, ganz kurz hier raus, bevor ich hier irgendwie irgendwas leake. Autorisieren. Connect my game. Okay. Es müsste jetzt da sein, oder? Ihr müsstet jetzt auch eine Twitch-Integration haben. Zuschauer können Kanalpunkte
für deinen Twitch-Totem-Anzeige ausgeben. Ist sie voll, erhältst du eine Belohnung. Events zum Helfen oder Hindern starten automatisch. Nach Zuschauerwahl erhältst du einen Bonus oder wirst bestraft. Erlaube Zuschauern mit Hilfe einer Erziehung deinen nächsten Anhänger zu gestalten. Der Name des Zuschauers, der entwirft, wird permanent über ihm eingeblendet. Oh, wie süß. Funktioniert bei euch alles? Funktioniert, ja. Geil. So. Wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen, damit wir hier alles ready bekommen. Ich kann eigentlich schon längst aufhören, aber ich bin gerade in diesem Modus so. Ah, und jetzt habe ich hier quasi Glaube, Dekorationen, Anhänger. Und als erstes haben wir ein Kochfeuer, das irgendwo platziert werden soll. Ach, und man kann es auch drehen. Bauen wir da oben links direkt die Küche hin? Wo wollen wir denn eine Küche haben? Oder hier seitlich? Dankeschön, Genesis, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Finde oben gut. Hier so rein, so eine kleine Küche. Ich versuche das so hinzusetzen, damit wir noch links und rechts auch Platz haben, Sachen reinzupacken. Oh, Mino. Sehr cool. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzungen gefunden werden. Oh mein Gott, ist das süß! Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das Jenseitsreich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Es ist total süß, dass wir da Kreuzzüge planen und ihn abschlachten sollen, während da kleine Bienen und Schmetterlinge vorbeifliegen. Jetzt geh, du wirst dort Gold und willige Anhänger finden. Und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Oh mein Gott. Was ist das für ein Spiel? Was mache ich denn mit dem Essen? Reicht das, wenn das einfach da so liegt? Nehmen Sie sich das automatisch? Das reicht, wenn das da liegt. Okay. Ich mag dieses Spiel. Holy shit. Warum wird Maurice sich freuen? Dankeschön, Lupaloon, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ah, okay, das heißt, die haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Schwierigkeitslevels. Düsterholz. Ankertiefen.
Anura Seidenwiege. Was war das da? Anura, okay. Dankeschön, Moseland, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ihr solltet, glaube ich, auch diese Spezialskins freischalten können, nur mit Kanalpunkten, oder? Ich hatte das extra so angemacht, dass ihr keine Bits ausgeben müsst dafür, sondern alles for free bekommt. Ah, und da ist dann das Hauptding zum Schluss wahrscheinlich. Dankeschön, Seitos, für die 20 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Subs. Klinge. Du betrittst die Länder des Bischofs Leshy. Jene, die nicht den Weg des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Das hat man davon, wenn man immer über YouTube schaut, keine Punkte gesammelt. Das geht aber sehr, sehr schnell hier, Meranei. Also meine Kanalpunkte sammeln sich super, super schnell. Heilige Scheiße, die Half-Lifen mich. Okay, die Half-Lifen mich. Das ist ein Viech, das ist kein Baum. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebzeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm. Und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karten, sie werden es entscheiden. Die Liebenden. Ein Herz geboten, ein Schwur abgelegt, göttliche Stärke. Die Lebenskraft der Großen fließt durch dich hindurch. Ich glaube, ich will ein Leben mehr haben. Ich spiele auf schwer, ich glaube, ein bisschen mehr Leben haben ist gut. Alles ist, wie es sein sollte und wie es immer war, wie es immer sein wird. Wieso habe ich am Anfang schon so viele Karten? Oder sind das einfach nur die, die es schon... Ach so, die kann ich bekommen. Ich muss mich dazwischen beim Kämpfen mega krass konzentrieren, weil die mir so viel Leben machen und so viel Schaden abziehen und ich hab kein Leben.
Sieh dir an, was du eines Tages erobern kannst. Die Karte wird aufgedeckt. Okay, jetzt habe ich ein Fernrohr. Lädt sich das auch wieder auf, das Leben? Wenn du Herzen findest, du kannst Herzen finden, okay. Geschenk aus der Tiefe, eine großzügige Belohnung für dein Opfer. 10% Chancen beim Töten eines Gegners Herzen zu erhalten. Oh. So, und die muss ich aber wahrscheinlich ausrüsten, die Karten, oder? Muss ich die noch ausrüsten oder sind die automatisch aktiv? Es wirkt gerade so, als wären die automatisch aktiv. Ist automatisch aktiv, okay. Dankeschön, Chat. Ah, das macht richtig Spaß, das Spiel. Holy shit. Das ist ja richtig cool. Schild des Glaubens. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Da habe ich wahrscheinlich die Chance, Leben zu bekommen. Da habe ich die Chance, Essen zu bekommen. Lass mal Leben einsammeln für den Anfang. Was zum Fick? Meine Lieben, mein Herz mit auf die See hinaus. Ja, auf die See, auf die See. Dort wird es wohl noch immer sein. Noch immer in ihrem Bett auf dem Meeresgrund. Oh weh. Willkommen, Kreuzzügler. Nimm dir einen Augenblick Zeit, mich auf meiner Suche zu begleiten. Ich suche nach dem Herz, das einst in meiner Brust schlug. Das tat es, bis es mir genommen wurde. Von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren. Ihr Gesicht ist aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter. Ich suche immer fort. Ich habe ein Dutzend Herzen, weißt du? Aber keines davon gehört mir. Sie gehören dir, wenn du sie haben willst, Kreuzzügler. Für mich sind sie wertlos. Ich will nur jenes, das einst mir gehörte, damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Ich kann nur noch vorausgehen. Hallo, blauer Chiller. Nach unten kann ich nicht, dann müssen wir da nach oben. Klinge des Kreuzfahrers, eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Ist die besser als meine? Ja. Ich kriege da stückchenweise immer bessere Waffen. Das ist eigentlich ganz cool. Oh Gott.
Oh Gott. Oh Gott. Wie kann das sein? Oh, du bist ein hässliches Untier. Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du vor mir und zeigst keine Reue. Warum soll ich auch Reue zeigen dafür, dass ihr mich getötet habt? Die Krone seiner Macht könnte es sein. Aber ich bin immer noch stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Gib Fersengeld? Was soll das heißen? Ach, guck mal, der Taromann. Ach, laufen heißt das. Schwingen die Hufe. Ah, okay, das wird kein... Sagt man das in Deutschland? Sag mir, Lamm, glaubst du, dass das Schicksal unveränderlich ist? Weiß nicht, erstmal hätte ich gerne... Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes, wird allen Gegnern 2 Schaden zugefügt. Oh. Ja, das klingt gut. Das klingt sehr cool. Ist ein bisschen outdated, aber ja. Altes Deutsch, heutzutage sagt man, glaube ich, verzieh dich. Bisher und nicht weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Ich opfere mich der Sache, oh mächtiger Anführer. Beim Blut des Großen zerstöre die rote Krone. Oh mein Gott, bist du hässlich! Kleines Ding mit einem Ei auf dem Kopf. Bitte verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ich kann mir jetzt Goldklumpen, Holz oder ein großes Geschenk aussuchen. Ich soll halt mit mehr Münzen zurückkommen, von der Quest her. Aber ich hätte auch gerne ein Geschenk. Erst, oh Gott, bist du hässlich. Und zu, ist er süß. Ja, das sind die Sprünge des Lebens. Geschenk oder Gold, Leute? Was meint ihr? 22 Gold sieht halt echt sexy aus. Aber ein Geschenk sieht auch echt sexy aus. In Geschenke we trust. Ja, das Holz wollte ich nicht, Jessie. 2 Gold waren sogar mehr, glaube ich. Da können wir noch nicht hin, aber wir können zum alten Kult erstmal zurückkehren. Also zu unserem Kult erstmal zurückkehren. Nee, das Gold war in der großen Kiste. Ich habe halt zu lange gebraucht, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Also ich will das halt nicht. Du hast Münzen bekommen, kein Gold. Ist das ein Unterschied? Doch, ich habe die Truhe doch aufgemacht. Ich hab doch drauf geklickt. Hab ich nicht drauf geklickt? Hab ich's falsch gemacht?
Tor bekommt man immer. Ja, wieder was gelernt. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist und zudem bist du nicht alleine. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Was muss man machen? Ihr müsst irgendwie auf die Integration draufklicken. Auf das Twitch-Ding. Das müsste auf dem Bildschirm aufploppen. Dafür müsst ihr Twitch im Browser offen haben. Ich glaube, anders funktionieren die Plugins nicht. Und dann müsst ihr einmal mit der Maus, eventuell F5 drücken und dann einmal mit der Maus über den Stream fahren. Dann müsste irgendwo ein kleines Fenster aufgehen. Es geht leider nicht am Smartphone, das muss am PC gemacht werden. Und ihr müsst Plugins für Twitch erlauben, wenn ihr wenn ihr Plugins in eurem Browser verboten habt und Twitch nicht als Ausnahme hinzugefügt habt, kann es nicht aufploppen. Das heißt, ihr müsst potenziell in euren Browser-Einstellungen Plugins bei Twitch aktivieren. Alter, ich komme mir so seltsam vor, meine eigene Fresse geschminkt zu sehen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe heute erstmal eine Stunde einen Eyeliner gesucht, weil ich einfach dachte, ich hätte gar keinen mehr. Und ich habe, glaube ich, mein Gesicht einfach seit Monaten nicht mehr geschminkt im Stream gesehen. Und es ist so ungewohnt, dass ich heute einfach Eyeliner trage. Aber ich mag's. So, da beende ich jetzt die Ziehung, ne? Foxalina hat die Ziehung gewonnen. Willkommen im Kult. Und jetzt kannst du den Anhänger quasi basteln. Das wird aber öfter passieren, Leute. Jeder einzelne Charakter, den wir dazu bekommen, kann vom Chat gebastelt werden. Also macht euch keine Sorgen. Ihr werdet mehr als genug Zeiten haben, selber Charaktere noch zu erstellen. Dankeschön, Ryodashi, für die 22 Monate übrigens und ganz viel Spaß hier weiterhin. Jawoll! Oh, noch ein Kätzchen. Foxalina, annehmen, was hat sie für Charakterschaft? Keimphobiker, verliere 10 Glauben bei Erkrankung. Dankeschön, Sayakon, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Aber um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Ach, die sehen ja identisch aus. Nicht ganz. Der hat andere Augenbrauen. Und das sieht sogar jetzt drauf, dass das von Foxalina. Ach, das ist ja super süß. So, und jetzt bauen wir einen Schrein. Gibt es da auch andere Schreine zur Auswahl? Ah, später gibt es auf jeden Fall noch andere. Für den Anfang haben wir jetzt leider nur den. Und die helfen mit! Gepriesen seist du. Dein Anhänger können dich jetzt anbeten. Hier haben wir einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Sammle dann die Hingabe, die deine Anhänger am Schrein erzeugen, ein, um göttliche Inspiration freizuschalten. Ach, noch einer. Wo habt ihr den denn geklaut? Die Musik geht voll ab, ey.
Hallo Sola. Dam, da dam, dam. Dam, dam, da dam, dam. Da 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 da. Es ist ultra süß, ey. Du musst an PC eingeloggt sein, Jessie, und dann ploppt das einfach über den Bildschirm auf, wenn du Plugins erlaubt hast. Beziehungsweise Pop-ups. Hallöchen, Indy. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Pets Vanessa, gratuliere dir. Mach uns einen wunderschönen Anhänger. Hallo Alexis. Ich bin am PC, F5 wurde gedrückt, trotzdem sehe ich nichts. Hast du Pop-ups für deinen Browser deaktiviert? Dankeschön, Jack, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Und hallo Obi. Ich sehe schon die ersten Lamm-Cosplays. Ah, oh, wir kriegen einen Fuchsi. Wir kriegen vielleicht einen Fuchsi. Hallo Mollon, ihr kriegt das ja gerade mit, ne? Weil ihr ja selber das jetzt auch gemacht habt. Sieht man, könnt ihr quasi die Kreaturen nutzen, die ich freigeschalten habe oder die, die ihr freigeschalten habt dafür? Genau, ihr müsst den Pop-Up-Blocker, der muss deaktiviert sein beim Browser. Oh, süß. Sammle Hingabe an deinem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf zu beten, bis du ihn leerst. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gebäude für deinen Kult freischalten. Was ist das für ein geiles Spiel? Ach, und da kriegen wir auch noch die Twitch-Totem-Belohnung, die ihr quasi reinknallt. Das heißt, ihr könntet... Wir brauchen Kult-Eumel. Wir brauchen so dringend Kult-Eumel-Emotes. Das heißt aber, ich könnte jetzt zum Beispiel Foxalina sagen... Stelle Forderung an deinen Anhänger. Schlafen. Der Anhänger sucht sich eine Mahlzeit und isst sie. Arbeiten. Oh, ich könnte sie beten schicken quasi. Woher weiß ich denn, ob meine Anhänger hungrig sind? Muss ich die manuell füttern schicken? Ist das Hungersymbol ein Zeichen dafür, dass die hungrig sind oder kommt sowas noch? Das kommt noch. Okay, das kommt noch. Das heißt, ich muss erstmal die Dinger da einsammeln. Und da kann ich dann einen Tempel freischalten. Oh, und dann kann ich entweder als nächstes Schlafsäcke freischalten. Oder Ackerparzelle. Baue einen Tempel. Dafür brauchen wir Holz. Hacke. Leute, ich finde dieses Spiel mega cool. Oh mein Gott. Habt ihr euch gemerkt, wie viel Holz ich brauche? Da hatte jemand einen guten Griecher, als gemeint wurde, heute käme kein Fridays Frontier mehr. Aber das andere Spiel ist auch geil. Danke für die 300 Bits. 15 Stück brauche ich. Hallo Ivi. Es ist halt so cool.
Hier kommt meine Glaubenecke hin. Ah, ich muss das da noch wegmachen. Wie die auch kommen und helfen beim Bauen und alle dabei lachen. Der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden und Rituale durchführen, um den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halte eine Predigt in deinem Tempel. Halte eine Predigt und entziehe deinen Anhängern Energie, um die Macht der Roten Krone zu stärken. Digga, was? Durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Neue Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer hohen Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe. Daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Und jetzt kann ich hier erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Halt deine Predigt. Okay, das haben wir ja jetzt geschafft quasi. Alter, das ist alles so cursed. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Ich bin fucking gruselscharf. Wenn du deinen Kult anführen wirst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Gebotssteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Okay, also wieder zurück raus. Alles klar, Leute, Hämmchen, danke für die Info. Oh, ich glaube, sie gehen essen. Ja, nom, 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 isst was. Esst was, kleine Schäfchen, damit ihr schön stark seid. Rechten Stick reindrücken. Nee. Gott, sie meint uns und will uns essen. Nein. Ich würde niemals jemanden essen aus dem Stream. Ich muss noch was zum Essen für meine Leute vorbereiten. Regelmäßig speichern, wie man von alten Spielen gewohnt ist. Ei. Wird gemacht. So. Gehen die jetzt automatisch essen, sobald Essen da ist? Oder essen die nur, solange sie hungrig sind? Nur solange Hunger nicht voll ist. Alles klar. Okay, cool. Das heißt, uns nicht zum Fressen gern. Nee, so gern habe ich euch nicht.
Ball des Abtrünnigen klingt auch cool. Oh mein Gott! Okay, Ball des Abtrünnigen klingt nicht so cool. Ball des Abtrünnigen ist viel zu langsam. Fürchte dich nicht, denn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen, denn du bist mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast, baue den Kult auf und stärke ihn, so gewinnt man Macht. Mache unverdrossen weiter, jedes Mal, wenn du failst, erhebst du dich stärker als zuvor. Märtyrer. Dein Tod hat bei deinen Anhängern den Eindruck erweckt, dass du schwach bist. Schwierig. Hallo Asix. Ja, damit komme ich besser klar. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jener, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht dir, eine Kronenfähigkeit zu gewähren. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammle ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Dankeschön, Tom Cross, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Au! Oh, Ackerparzellenschild. Geil. Aber das ist nur ein Schild. Das sind noch nicht die Ackerparzellen. Das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Dankeschön, Iliadon, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Also ich finde, Deko ist prinzipiell schon mal eine sehr gute Sache. Flüche verbrauchen weniger Eifer. Wollen wir nach... Ah, wir wollen hier hin. Da ist der Sternemann wieder. Sag mir, Lamm, glaubst du, dass das Schicksal unveränderlich ist? Angriffstempo erhöht sich, allgemeiner Waffenschaden erhöht sich. Ich habe halt das Gefühl, wir schlagen schon echt schnell right now. Ich möchte mehr Schaden machen mit meinen Schlägen. Für den Anfang. Den Dude finde ich cool. Hohes Gras mit Pokémon immer gefährlich. Ach du heilige Scheiße. Ha!
Du willst also törichterweise stur bleiben, kleines Lamm. Ich höre deine Lügen und ich rieche deine Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für einen unwürdigen Träger sie hat. Ha! Ich war noch nicht da, ich hab gelesen. Das ging ab. Das habe ich gerade besser gemacht, als ich mir zugetraut habe. Jut. Ich hab dazwischen vergessen zu atmen. Also ich glaube, die ganzen Clips, die wir aus diesem Spiel mit rausziehen, werden alle unfassbar lustig sein, weil ich einfach jedes Mal so da sitze. Ich finde, es gibt Leute, die sehen beim Zocken richtig gut aus. Und ich gehöre nicht dazu. Oh, Holzlaternen. Hübsch. Lass uns diesen Weg gehen. Hier kriegen wir potenziell Nahrung. Oh, hier kriegen wir sogar sehr viel Nahrung. Der Dude daneben sieht gruselig aus. Also doch Lampen und nicht Lämmer. Menschen, die gut aussehen, sehen auch beim Zocken gut aus, einfach weil sie es sie sympathisch macht. Also ich finde, ich sehe schon echt nicht... Also... Ich sehe schon echt furchtbar aus beim Zocken. Und da kann Sympathie auch echt nichts wettmachen. Ich finde, man merkt bei mir mal, dass ich zum Atmen aufhöre. Und dass mein ganzes Gesicht sich so ganz seltsam verzieht. Neun Anhänger. Der Wurm, er ist hungrig, er frisst, er nährt sich von unserem Fleisch. Aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Ich weiß nicht, ob mir dieses Gras, das ich überall mitnehme, überhaupt irgendwas bringt. Ich bezweifle es ganz stark. Oh, da war Fleisch drin. Na, dann hat sich das ja schon mal ausgezahlt diesmal. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Noch ein neues kleines Kultteil. So, Boah, ich bin nicht ready. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ach, ich kann Hingabe stehlen erstmal. Das baut sich wieder auf.
Anderswild. Schwarze Magie ist das. Okay, ihr sagt, ich soll alles schlagen. Na gut, ich schlage alles. Ist das eine Eule? Vor Önen wimmelt es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbliebenen schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern, Hunderten. Jetzt nicht mehr. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Geburtssteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden, sobald du einen neuen Geburtsstein zusammengesetzt hast. Jawohl. Aber wo muss ich jetzt hin? Au. Ich habe so wenig Leben. Das wird... Kann ich nach Hause gehen frühzeitig? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz so fit mehr. Was habe ich? Önen? Äonen heißt es, nicht Önen, ne? Oh. Oh mein Gott. Damit geht das Tempo runter, aber der Schaden hoch. Nee, die will ich eigentlich nicht. Ich mag die jetzige. Kann ich das dann einfach liegen lassen, ohne dass es negativ, also Nachteile für mich hat? Ja, kannst du. Perfekt. Bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Nimm Zuflucht in deiner Hingabe. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Wir wollen das kranke Herz haben, wo alles Schaden bekommt. So. Von vorn. Ach nein. Ach nein. Ah, das war so knapp. Ah. Der Tod hat keine Konsequenz. Erhebe dich ein weiteres Mal, mein Gefäß. Es zählt nicht, wie oft du niedergestreckt wirst. Der Kult wird weiter wachsen. Ah. Hallo Clappy. Das war echt knapp. Schade. Muss ich jetzt den... Ich muss jetzt die ganze Strecke neu laufen, ne? Ja, ich bin jetzt wieder hier gespawnt. Aber wir können jetzt Schlafsäcke bauen oder Ackerparzellen. Ich glaube, als erstes mal Ackerparzellen.
Und als nächstes kriegen wir ein Farmpaket. Och, süß. Was will der? Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben.